is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Der Protestantismus vereint sich mit dem Papsttum. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, das sind 10 Könige, die ihr Reich noch nicht empfangen haben. Aber die Könige werden sich für eine Stunde Nacht empfangen, zusammen mit dem Tier. Diese sind eine Fünf und geben ihre Kraft und Macht dem Tier. Während wir auf die letzte Krise zusteuern, ist es lebenswichtig, dass unter den Werkzeugen des Herrn Harmonie und Einigkeit herrschen. Die Welt ist von Sturm, Krieg und Streit erfüllt. Doch werden sich die Leute unter einer Führung der päpstlichen Macht vereinen, um gegen Gott in Gestalt von Erzeugen vorzugehen. Wer verhilft dieser Macht zur Herrschaft? Der Protestantismus ist es. Eine Macht, die vorgibt, das Temperament und die Gesinnung eines Lammes zu haben und mit dem Himmel verbündet zu sein. Er spricht mit der Stimme eines Drachen und wird durch eine Macht von unten angetrieben. Diese sind eines Sinnes. Es wird ein universales Bündnis geben. Eine große Harmonie. Eine Konföderation der satanischen Streitmächte. Und geben ihre Kraft und Macht dem Tier. Darin zeigt sich dieselbe Willkür, derselbe Druck gegen die religiöse Freiheit, gegen die Möglichkeit, Gott nach den Vorschriften des eigenen Gewissens anzubeten, die sich im Papsttum gezeigt hatte. Das Papsttum hatte damals alle verfolgt, die es wagten, sich den religiösen Sitten und Gebräuchen des römischen Katholizismus nicht anzupassen. Im Krieg, der in den letzten Tagen geführt wird, werden sich im Widerstand gegen Gottes Volk alle korrupten Mächte vereinen, die von ihrer Treue zu Jahwes Gesetz abgefallen sind. In dieser Schlacht wird des Sabbatsvierten Gebots der große Streitpunkt sein. Denn im Sabbatgebot identifiziert sich der große Gesetzgeber selbst als der Schöpfer des Himmels und der Erde. Durch die zwei großen Irrlehren, die Unsterblichkeit der Seele und die Heiligkeit des Sonntags, wird Satan die Leute unter seinen betrügerischen Einfluss bringen. Während der erste Irrtum die Grundlage für den Spiritismus legt, schafft der zweite ein Band der Sympathie zu Rom. Die Protestanten der Vereinigten Staaten werden die ersten sein, die ihre Hände über den Abgrund strecken, um die Hand des Spiritismus zu ergreifen. Sie werden über den trennenden Abgrund hinüberlangen zum Handschlag mit der römischen Macht. Und unter dem Einfluss dieser dreifachen Verbindung wird dieses Land in die Fußtapfen Roms treten und die Gewissensfreiheit mit Füßen treten.